Gut, eines der letzten großen Kapitel hier in diesem Tutorial, Effektmonster. Effektmonster spielen in Yu-Gi-Oh! Eine große Rolle. Denn, ja, die meisten Yu-Gi-Oh! Karten sind Effektmonster. Bisher wurden normale Monster, Fusionsmonster und Ritualmonster erklärt. In diesem Kapitel wird der letzte Monstertyp erklärt, die Effektmonster. Die Karten von Effektmonster sind orange. Mit Ausnahme einiger weniger Karten besitzen Effektmonster kein besonderes Beschwörungskriterium wie Fusionsmonster oder Ritualmonster. Also Effektmonster können ganz normal beschworen werden. Man braucht also keine spezielle Beschwörungsart dafür, wie zum Beispiel bei der Fusionsbeschwörung, wo man die Fusionskarte braucht, oder bei der Ritualbeschwörung, wo man eine Ritualzauberkarte dafür braucht. Ritualmonster können ganz normal. Nochmal von vorne. Also Effektmonster können ganz normal beschworen werden, ähnlich wie die normalen Monster. Man braucht also dafür keine besonderen Spielzüge dafür durchzuführen. Effektmonster besitzen genau wie Zauberkarten Effekte, die aktiviert werden können. Also Effektmonster sind quasi Monster, die Effekte haben, also zum Beispiel Zauberkarteneffekte, wie zum Beispiel ziehe eine Karte oder sowas, oder zerstöre ein Monster des Gegners. Ja, das sind Effektmonster. Die haben quasi auch ein paar Effekte in sich, sowie Zauber- oder Fallenkarten. Effekte sind ebenfalls in 5 Typen unterteilt. Auch wenn du dir nicht unbedingt den Namen der Typen merken musst, werden wir nun einmal einen Blick auf sie werfen. Fangen wir mit den permanenten Effekten an. Diese Effekte sind aktiv, solange das Effektmonster offen auf dem Feld liegt. Hier sehen wir ein Effektmonster. Sie sind orange. Hier kann man den Effekt lesen. Bei jedem Effektmonster steht hier dran ein Effekt. So kann man damit erkennen, dass es sich hierbei um ein Effektmonster handelt. Fusionsmonster und Ritualmonster können auch Effektmonster sein. Allerdings sind die bei den Ritualmonstern weiterhin blau und bei den Fusionskarten lila. Also Effektmonster sind quasi bei den Fusions- und Ritualmonstern gleichfarbig mit den normalen Monsterkarten. Bis auf der Ausnahme, dass bei den Fusionsmonstern und bei den Ritualmonstern auch Effekt hier dran steht in dieser eckigen Klammer. Hier der Effekt von Gebieterischer Ritter: Solange sich andere Monster auf deiner Spielfeldseite befinden, kann dein Gegner diese Karte nicht als Angriffsziel wählen. Außerdem, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, erhöhe die ATK von Monstern vom Typ Krieger auf deiner Spielfeldseite um 400 Punkte. Das heißt also, solange diese Karte hier auf der Monsterkartenzone liegt, bekommen alle Monster vom Typ Krieger auf unserer Spielfeldseite 400 Angriffspunkte. Wenn diese Karte zerstört wird, ist dieser Effekt natürlich weg, denn dann befindet sich das Monster nicht mehr auf dem Feld, sondern auf dem Friedhof. Wir probieren das mal aus. Wir haben hier mehr Monster, darunter ein Effektmonster. Den kennen wir schon. Wenn wir den jetzt spielen, wird dieses Monster die Angriffspunkte unseres Monsters erhöhen. Leider ist wieder die Sprechblase hier im Weg. Gut, wir haben jetzt die Angriffskraft unseres Sparkmans erhöht. Solange sich Gebieterische Ritter auf dem Spielfeld befindet, erhöhen sich die Angriffskraft aller Kriegermonster auf unserer Spielfeldseite um 400 Punkte. Damit hat unser Sparkman 2000 Angriffspunkte. Das ist eine gute Möglichkeit, um seine Monster zu verstärken, indem man einfach Monster spielt, die andere Monster verstärken. Aber es gibt auch andere Effekte, aber dazu später mehr. Das war ein permanenter Effekt. Als nächstes sehen wir uns die Zündeffekte an. Du kannst diesen Effekttyp einfach dadurch verwenden, dass du seine Aktivierung verkündest. Normalerweise kannst du diesen Effekttyp nur während deiner Main-Phase aktivieren. Es gibt einige Zündeffekte, die Einsatzkosten besitzen, also für ihre Aktivierung verlangen, dass du für Karten oder für deine Hand abwirfst oder deine Monster als Tribut opferst. Gut, das ist jetzt so ein Effekt, den kann man aktivieren, muss man allerdings nicht. Und zwar braucht man für diesen Effekt eine Art Auslöser dafür. Man muss also, um diesen Effekt auszulösen, muss man ein Monster auf dem Spielfeld als Tribut anbieten. Dann kann man ein Monster auf dem Spielfeld zerstören. Das ist ein ja, Trigger-Effekt, wenn man es so haben möchte. Es gibt aber auch andere Effekte, wo man zum Beispiel eine Karte von seiner Hand ablegen muss. Und dann kann man den Effekt dieses Monsters aktivieren.
Also quasi man muss eine bestimmte Bedingung erfüllen, damit dieser Effekt auftreten kann. Gut, jetzt sehen wir mal die Kartentruppen in Exil auf dem Spielfeld aus. Wir können also mit dem Effekt ein Monster von unserer Spielfeldseite als Tribut anbieten und dann ein Monster auf dem Spielfeld zerstören. Hier seht ihr, dass wir hier einen Effekt aktivieren können. So, jetzt muss ich die Bedingungen erfüllen, um den Effekt zu aktivieren. Komischerweise, Achso, man muss diese Karte als Tribut anbieten. Okay, da habe ich vorhin das falsch erklärt. Also, ja, wir müssen quasi diese Karte als Tribut anbieten, um ein Monster auf dem Spielfeld zerstören zu können. Die Bedingung ist jetzt erfüllt. Jetzt können wir unseren Effekt aktivieren und den weißen Drachen zerstören. Nun, da das starke gegnerische Monster aus dem Weg geräumt ist, kannst du direkt angreifen. Ja, genau. Doch verzichte im Moment besser auf den Angriff. Lass uns lieber den Effekt der Karte Kanonensoldat ausprobieren. Das ist wieder so ein Trigger-Effekt. Kanonensoldat. Wir können ein Monster als Tribut anbieten, um den Gegner 500 Punkte Schaden zuzufügen. Erstmal müssen wir die Bedingung aktivieren. Wir müssen ein Monster jetzt als Tribut anbieten. Wir können auch das eigene benutzen. Also das Monster, was den Effekt aktiviert, können wir jetzt auch benutzen. Oder opfern. Gut, ich biete jetzt das Zoe zu als Tribut an. Und jetzt wird der Auslöser erfüllt und sie kriegt 500 Punkte Schaden. Wenn der Gegner ein starkes Monster ausgespielt hat, sodass du nicht angreifen kannst, kannst du diesen Effekt benutzen, um deinem Gegner direkten Schaden zuzufügen. Ziemlich nützlich auch in einem Burner-Deck diese Karte. Als nächstes zu den Trigger-Effekten. Das war gerade ein Trigger-Effekt, wenn man es so haben möchte, aber gut. Diese Effekte müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert werden. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn dieses Monster erfolgreich normal beschworen wurde oder während der Standby-Phase. Also kurz gesagt, wenn man dieses Monster spielt, dann wird sich der Effekt aktiviert, also hier. Die Karte Plünder der Hauptmann hat einen Effekt, der aktiviert wird, wenn das Monster beschworen wurde. Also hier der Effekt, dein Gegner kann kein anderes Monster vom Typ Krieger, das du kontrollierst, als Ziel eines Angriffs wählen. Das ist ein permanenter Effekt jetzt zum Beispiel. Wenn diese Karte als normal beschworen wird, das ist jetzt dieser Trigger-Effekt. Laut dem Spiel, meiner Meinung nach, wäre das letzte schon ein Trigger-Effekt. Aber gut, also der Trigger-Effekt laut diesem Spiel sagt jetzt, wenn diese Karte als normal beschworen wird, kannst du ein Monster Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Das ist jetzt ein Effekt, der sich automatisch aktiviert, sobald dieses Monster beschworen würde. Zeige ich es euch mal. Also, wir aktivieren jetzt den Effekt, indem wir das Monster spielen. Jetzt wird der Effekt von dem Monster aktiviert. Und wir können ein Monster als Spezialbeschwörung spielen durch den Effekt dieses Monsters. Ich wähle Bestinitrix. Du hast soeben zwei Monster auf einmal beschworen. Es kann dir im Duell einen Vorteil verschaffen, wenn du viele Monster ausgespielt hast. Das Monster, das du mit der Karte Plündernder Hauptmann auf das Spielfeld beschworen hast, wird auch als Spezialbeschwörung betrachtet. Also dieses Monster wurde jetzt als Spezialbeschworen und das war eine Normalbeschwörung, denn wir haben ihn von der Hand gespielt. Und wir haben dieses Monster durch einen Effekt gespielt, also als eine Spezialbeschwörung. Jedes Ausspielen eines Monsters, bei dem es sich nicht um eine Normalbeschwörung oder um das Setzen eines Monsters handelt, ist eine Spezialbeschwörung. Also kurz gesagt, alles, was keine Normalbeschwörung ist, ist eine Spezialbeschwörung. Einige Monster können unter bestimmten Bedingungen oder durch Effekte anderer Karten spezialbeschworen werden. Und die Spezialbeschwörung durch den Effekt der Karte Plündernder Hauptmann ist nur ein Beispiel. Cyberdrache ist ein Beispiel einer Karte, die mit Hilfe ihres eigenen Effekts spezialbeschworen werden kann. Hier der Effekt, falls dein Gegner Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Mit Spezialbeschwörung kannst du während deines Spielzuges gleich mehrere Monster auf dem Spielfeld ausspielen. Dies kann dir einen Vorteil während eines Duells verschaffen. Du kannst zum Beispiel ein schwaches Monster spezialbeschwören und es sofort als Tribut für die Beschwörung eines höherstufigen Monsters opfern. Also kurz gesagt, man kann dann ganz am Anfang schon ein Monster spezialbeschwören von seiner Hand und dann es sofort opfern und als normale Beschwörung dann ein Tributmonster spielen. Das ist möglich. Wichtig ist da jedoch, dass
das erste Monster als Spezialbeschwörung gerufen wurde. Ich sag komischerweise jetzt immer Spezialbeschwörung. Gut. Als nächstes beenden wir die Schnelleffekte. Es gibt spezielle Monstereffekte, die du auch während des Spielzuges deines Gegners aktivieren kannst, solange bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn du von deinem Gegner Schaden erleidest, kannst du die Karte Kuribo aktivieren, sofern du sie auf deiner Hand hast. Der Effekt: während der Battlephase deines Gegners kannst du diese Karte abwerfen, um den Kampfschaden, den du von einem angreifenden Monster deines Gegners erhältst, auf 0 zu reduzieren. Also wenn der Gegner uns quasi direkt angreifen würde und den Kampfschaden erleiden, können wir Kuribo von unserer Hand abschmeißen auf dem Friedhof und dann den Schaden auf 0 reduzieren. Das ist ein Schnellmonster-Effekt. Lass uns einen Blick auf die Effekte von zwei bestimmten Karten werfen. Beschwöre zuerst ein Monster. Gut, wir haben die Wahl zwischen Kuribo und Injektionsfee Lilly. Ich will die Injektionsfee Lilly schwierig auszusprechen. Während des Damage Steps, wenn diese Karte kämpft, kannst du 2000 Lebenspunkte zahlen, um diese Karte nur während der Schadensberechnung 3000 ATK erhalten zu lassen, ja. Ich sag jetzt mal, halten zu lassen. Ja, da steht's, erhalten zu lassen. Als nächstes, ja, der Effekt aktiviert sich, wenn wir die Damage Step haben, also wenn wir mitten im Kampf geschehen sind, dann aktiviert sich der Effekt. Schauen wir mal nach, was passiert. Das Monster auf dem gegnerischen Spielfeld hat eine höhere ATK als deiner, also würdest du normalerweise nicht angreifen. Der weiße Drache hat 3000 Angriffspunkte und die Injektionsfee nur 300. Allerdings aktiviert sich der Effekt dann, wenn wir angreifen, und es wird dann die Angriffskraft unserer Lilly um 3000 Punkte erhöhen in der Damage Step. Wenn du allerdings den Effekt der Karte Injektionsfee Lilly nutzt, ja, das habe ich gerade erwähnt, greifen wir einfach mal an. Gut, jetzt können wir den Effekt aktivieren. Vor der Schadensberechnung Effekt der Karte aktivieren? Ja. Der Effekt lautet nämlich, während der Damage Steps kannst du diese Karte, also wenn diese Karte kämpft, kannst du 2000 Lebenspunkte zahlen, um diese Karte während der Schadensberechnung 3000 ATK erhalten zu lassen. Die Schadensberechnung findet jetzt dann gleich statt. Und wir aktivieren jetzt den Effekt, das wird jetzt die Angriffskraft unserer Lilly um 3000 Punkte erhöhen. Und wir können den weißen Drachen dadurch zerstören. So kannst du das gegnerische Monster zerstören. Jetzt sind die Angriffskraft unserer Lilly wieder normal. Da die Damage Step vorbei ist. Hier spielt die Zombie-Drache. Wenn die jetzt unsere Lilly zerstört, haben wir das Duell verloren. Wir haben nur 100 Punkte. Allerdings haben wir ja noch ein Kuribo auf der Hand. So, jetzt können wir den Effekt von Kuribo aktivieren, da wir Kampfschaden bekommen haben. Und der Effekt von Kuribo lautet, wenn wir Kampfschaden erhalten, können wir Kuribo abwerfen, um den Kampfschaden auf 0 zu reduzieren. Müssen wir zwingenderweise machen, sonst verlieren wir das Duell. Und so kann man ein Duell überleben. Wenn du wie jetzt Schaden während der Kampfphase erhältst, kannst du die Karte Kuribo aus deiner Hand abwerfen, um den gesamten eingehenden Schaden zu verhindern. Zuletzt behandeln wir die Flip-Effekte. Hierbei handelt es sich um Effekte, die automatisch aktiviert werden, wenn eine verdeckte Karte geflippt oder offen ausgelegt wird. Also Flip-Effekt ist nochmal zur Wiederholung, wenn ein verdecktes Monster aufgedeckt wird. Dies kann passieren, wenn sie Flip-Beschworen in verdeckter Position angegriffen oder durch den Effekt einer Karte geflippt und offen ausgelegt wird. Also Flip-Effekte sind hier quasi, wenn das Monster durch eine Flip-Beschwörung aufgedeckt wird. Und hier groß dran steht Flip. Also es ist wichtig, wenn hier groß dran steht FLIPP in Großbuchstaben, dann aktiviert sich der Effekt, sobald diese Karte aufgedeckt wird. Es gibt allerdings noch andere Karten, die auch Flip-Effekte haben. Die aktivieren sich jedoch nicht, wenn das Monster sofort aufgedeckt wird, sondern die muss man während seiner Main-Phase dann aufdecken, damit sich der Effekt aktiviert. Aber wenn hier groß dran steht Flip, dann aktiviert sich der Effekt sofort, nachdem diese Karte aufgedeckt wird.
wenn ihr nicht dran steht, flip, und da steht irgendwas von Flip-Beschwörung, dann kriegt der Gegner 1000 Punkte Schaden. Dann ist es nur dann der Fall, wenn es die Main-Phase deines Zuges ist. Also das ist ein wichtiger Punkt, den muss man unterscheiden. Also merken, wenn hier groß dran steht, Flip, Großbuchstaben Flip, dann aktiviert sich der Effekt, sobald diese Karte aufgedeckt wird. Gut, das Monster wurde er greift jetzt wahrscheinlich unser Monster an. Oder? Moment. Ah ja, gut, wir können es jetzt einfach so in der Main-Phase jetzt aktivieren, den Effekt. Machen wir auch mal jetzt einfach mal. Der Flip-Effekt würde sich auch aktivieren, wenn der Gegner unser Monster angreift. Dann wird unser Monster ja auch aufgedeckt und der Flip-Effekt aktiviert sich auch. Aber man kann es auch in der Main-Phase aktivieren, den Flip-Effekt. Wichtig ist, dass die Karte halt offen, also verdeckt, in die offene Angriffsposition oder Verteidigungsposition gebracht wird. Also, so, wir haben ein Monster, was groß Flip dran stehen hat. Wähle die Karte. Achso, wir müssen zunächst das Monster spielen. Okay, dann spiele ich zunächst Menschenfresser Käfer verdeckt. Du kannst diese Karte Menschenfresser Käfer nicht Flip beschwören, weil du sie gerade erst gesetzt hast. Flip beschwöre die Karte Bewaffnete Ninja und zerstöre eine der Zauberkarten deines Gegners. Also wir können das Monster jetzt nicht sofort aufdecken, weil wir sie gerade eben gespielt haben. Ihr wisst ja noch, wenn wir ein Monster von der Hand ausspielen, kann man den Modus nicht mehr verändern. Allerdings können wir den Modus von diesem Monster hier ändern, denn dieses Monster liegt schon länger auf dem Spielfeld. Deswegen können wir dieses Monster jetzt flippen und den Effekt aktivieren. Der Effekt von der Karte ist, wir können eine Zauberkarte zerstören, die offen liegt. Es kommt der Effekt von Stolpern, solange sich diese Karte offen auf dem Spielfeld befindet, wird jedes Monster, das erfolgreicher als normal Flip oder Spezialbeschworen wurde, in die Verteidigungsposition gedreht. Unser Effekt wird trotzdem aktiviert, denn wir haben das Monster aufgedeckt. Und die Stolpern-Zauberkarte wird zerstört. Jetzt kommt die Endphase. Jetzt kommt der Effekt, jetzt wird sie mit ihren weißen Drachen den hier angreifen. Und unser Flip-Effekt wird sich auch aktivieren, denn diese Karte wird dadurch aufgedeckt. Oh, sie macht es anders, aber es ist ja auch egal, wie sie es macht. Unser Monster wird trotzdem aufgedeckt. Gut, wir kriegen keinen Kampfschaden, weil unser Monster in die Verteidigungsposition liegt. So, unser Monster ist offen, jetzt aktiviert sich der Flip-Effekt. Allerdings muss zunächst die Kampfphase noch durchgeführt werden. Jetzt kommt der Flip-Effekt, obwohl das Monster eigentlich schon zerstört wurde, aber der Flip-Effekt wird hier noch als eine sogenannte Kette angehängt. Aber mehr zu Ketten sehen wir dann im späteren Kapitel. Beide Monster landen auf dem Friedhof. Unseres durch die Zerstörung und ihres durch unseren Flip-Effekt. Verstehst du nun die Flip-Effekte? Flip-Effekte entfalten ihre Wirkung am besten, wenn man das Flip-Effekt-Monster zuerst auf dem Spielfeld setzt. Wiederholen wir das Ganze nochmal. Welche Farbe hat die Karte eines Effekt-Monsters? Sind sie gelb, sind sie orange oder sind sie violett? Die Lösung ist, Effekt-Monster sind orange. Normale Monster sind gelb und Fusionsmonster sind violett. Also Effektmonster sind orange. Aber es gibt aber auch Fusionsmonster, die Effektmonster sind. Also wäre violett eigentlich auch richtig gewesen. Wann wird ein Flip-Effekt aktiviert? Wenn ein Monster beschworen wird, wenn ein Monster auf dem Friedhof abgelegt wird. Oder wenn ein verdecktes Monster geflippt und offen ausgelegt wird, also wenn ein Monster quasi aufgedreht wird in die offene Position, Angriff oder Verteidigung, ist egal. Hauptsache es ist halt dann aufgedeckt. Ja, jetzt habe ich es glaube ich schon gesagt. Also ein Flip-Effekt wird aktiviert, wenn ein verdecktes Monster offen gelegt wird. Quasi wenn der Gegner es dann sehen kann von der Verteidigungsposition und das Monster dann umdreht, dann ist es eine Flip-Beschwörung. Gut, im nächsten Kapitel schauen wir uns an, warum ihr eure Friedhofskarten besser kontrollieren sollt. Denn das kann
vom Vorteil sein. Ist ein eher kleines Kapitel. Also ihr könnt es meinetwegen auch überspringen. So wichtig ist es eigentlich nicht. Also bis dahin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann, euer Jan Kelpie. Ciao.